Kind, sag mir die Wahrheit. Hab ich einen Mundgeruch? Mama, du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Ich sage Ihnen nun schon zum dritten Mal, dass hier kein Karl-Heinz ist. Sie sollten vielleicht mal die richtige Nummer wählen. Hier sind Sie jedenfalls falsch. Das ist mir ja so peinlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Knesebeck! Hallo, hier ist Karl-Heinz. Hat irgendjemand für mich eine Nachricht hinterlassen? Sagen Sie mal, bei Ihnen klemmt es wohl. Verarschen kann ich mich alleine. Wenn ich rauskriege, wer Sie sind, dann krass aber. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als mich am Telefon von Knallköpfen belagern. Hühnerbrüstchen! Hühnerbrüstchen! Ja! Komm, spiel mit mir blinde Kuh. Ich lasse dir keine Ruhe. Ich warte ja nur auf dich. Wann findest du... Hör doch mal auf. Ja, jawohl. Geil sehe ich aus und alle sind sie vernarrt in mich. Und das wäre was gewesen. Und Mensch, scheiße meine Suppe. Guck mal, du altes Arsch. Was ist denn hier passiert? Also, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Mensch, ihr kriegt das kalte Kotzen. Na klar, hab ich geübt. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Ja, ich mach auf jeden Fall mit. Natürlich. Ja, ich hab die Schlagertexte gefunden. Ja. Mensch, jetzt lass mal da meine Ruhe. Gut. Verdammte Scheiße. Ist es mit Ihrer Perik eigentlich pappisch oder struffelig? Weder noch, es ist eine Spezialanfertigung von meinen Schamhaare. Ja, deswegen der natürliche Glanz und Tern. Ja, das kann jeden passieren, so ja mir. Aber jetzt, ob es eine Frechheit war, lässt sich nicht so leicht sagen. Doch, lässt sich das leicht sagen. Das war eine Frechheit, weil der nämlich einfach so forzen darf, ohne sich zu entschuldigen. Nichts davor stimmt. Das ist gar Geschwätz. Sie popeln ja schon wieder. Und das mit dem Mundgeruch stimmt auch. Oh weia, das wird ja auf einmal so nass. Scheiße, ich sauf ab. Dampfverschluss? Das wäre ja bei Deutschland nicht schlecht. Mit üppigen Proportionen? Hallo, Eduard. Was tippst du denn da, Feinet? Hä? Hilf mir! Ach, hör auf zu flennen, du blöde Kuh. Ach, fett geworden bist du oder seit letztes Jahr? Die geht euch erstens ja nicht an und zweitens müsst ihr ja nicht immer alles wissen. Probier mal. Nee, ich will nicht. Du sollst es probieren. Ich muss doch kotzen, Mensch. Ich hab mir ja meinen Blinddarm rausnehmen lassen, als ich 8 war, ne? Das ist doch total unnötig. Das ist irgendwie wie 2 Muschis oder was. Wer will denn sowas? Also, ich nicht. Hab keine Verwendung. Also, der Typ war ein totales Arschloch. Und da davor kriegt mir es Suppe Busen. Eine Riesenbrust. Fest und dick. Wissen Sie was? Ich weiß, dass das nicht stimmt, weil die Frau hat ihre Hühnerbrüstchen gehabt, ein ganz klar Hängebüschen. Oh! Ja, fette Emma war ich vorher, jetzt dünne Emma. Ja, hallo, und wie habe ich es gemacht? Nicht durch Fasten,
sondern durch Scheißen. Jawohl, geschissen habe ich aber wie verrückt jeden Tag mit Gummibärchen. Pup, pup. Was? Gummibärchen hast du wohl hinter dir steckt als Zäpfchen oder wie? Also Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und in den Arsch schieben.